Moin moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Minecraft und Maxman ist endlich wieder mit dabei und wir spielen zusammen Minecraft, bla bla, ihr kennt das schöne Spiel und wir fragen uns, was wir denn heute Tolles machen. Ja ja, das ist natürlich die Frage, die sich alle fragen. Maxman, was machen wir heute? Ich laufe erstmal nach Hause. Wo bist denn du? Beim Wasser. Wasser? Da wo wir geangelt haben. Ach so, stimmt, da bist du ja noch. Mhm. Das hatte ich schon fast wieder vergessen. Und jo, so ist das. Ich werde heute mal ein kleines bisschen die Folge dazu nutzen, um so ein paar Dinge an unserem Hof zu fixen, wie zum Beispiel überall sind mal so ein paar Zäune. Und ich hatte auch in der letzten Folge Holz geholt. Da können wir dann auf jeden Fall heute nochmal in unseren Tunnel reingehen und den hoffentlich beenden oder weitermachen oder was auch immer. Können wir mal schauen. Wo ist das ganze Holz? Dann kann ich schon mal anfangen. Das ist im Lagerhaus. Okay. Ich hatte mir schon ein Gesprächsthema überlegt, aber ich habe es wieder vergessen. Ja, das war typisch. Der Typus. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. Irgendwie bei mir, aber ich meine, meine Sicht sieht man da leider zurzeit sowieso nicht. Mir sieht der Shader irgendwie komisch aus. Obwohl es halt der Shader ist, mit dem ich immer aufnehme. Ne? Ich mache hier heute mal so ein paar Verschönerungen, ne? Verschönerungsfolge ist ja mal ganz extrem schön. Aus die in vier Wänden. Ja, ja, genau. Featuring Tina Wittler. Extrem schön. Ich weiß nicht, kennst du diese Sendung? Gehört, ja, aber nie selber gesehen. Ich hab die einmal gesehen, ne? Und jo, teilweise sind das ja schon ganz schön entstellte Menschen bei, ne? Also aber normal, wer sowas freiwillig macht, der ist auch nicht mehr ganz dicht, oder? Könnte ja fast ich sein, finde ich. Nee. Ganz ehrlich, die Typen, die da sind, die sind so derbest, manchmal behindert und geldgeil. Dagegen sind wir YouTuber ja gar nichts. Aber immer diese YouTuber, ne? Das ist übrigens nicht ernst gemeint, aber es werden sowieso alle ernst verstehen, aber... Ja, nein. Hä, ich glaube, dass wir manchmal die Menschen noch einfach zu dumm... Oh, möchte ich jetzt mal sagen. Also wir jetzt nicht unsere Zuschauer, sondern allgemein Zuschauer manchmal zu dumm einschätzen, weil manche dann immer sagen, und die verstehen das ernst. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die normal sind, die das nicht ernst, die das völlig ironisch verstehen, weil... Die Redeweise der ironisch sarkastisch gebrochenen Rede ist ja eigentlich leicht zu verstehen. Schon allein am Tonfall. Kriege ich das bitte nochmal schriftlich? Ja, ich bin da gerade ein bisschen drin, weil wir das gerade in der Schule hatten und so. Mann, das sieht doch hier schon mal viel hübscher aus. Ach nö. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier bei den... Ich glaube aber ja. Da mache ich, da brauche ich noch ein paar mehr Zäune. Dann mache ich heute mal so ein bisschen Besserungen am Hof, sag ich jetzt. Das war gerade Holz mit einer integrierten Taschenlampe. Holz, Michel. Ich habe gehört, Maxman, der ist ein ganz schöner Holzmichel. Stimmt das? Schreibt's mir mal in die Comments. Ein Holz, was? Was? Naja, auf alle Fälle, über was kann man denn reden? Es gibt viele lustige Sachen, wo man drüber reden kann. Aber, oh, ups, was mache ich denn? GTA 5 wurde GTA 5 wurde für Computer veröffentlicht. Oder Release-Datum genannt. Naja, vier tolle Sachen. Drei haben sind zu uns rüber gesickert. Ich weiß nicht, hast du den E3-Livestream geguckt? Also ich muss ja sagen, ich habe nicht geschaut. Ich habe nicht mal ein Stück davon geschaut. Ich habe da geschlafen. Ist im Nachhinein schon richtig bitter eigentlich, weil ich eigentlich Fan von Livestreams bin. Ich würde doch gerne mehr Livestreams schauen, wenn ich besseres Internet hätte. Das ja, zu apropos schlechtes Internet, das hat man gerade gehört. Ja? Weil deine Stimme ja gerade abgerauscht ist. Oh, okay. Hast du ja nochmal so zur Info, ich habe schlechtes Internet, ne? Also nur damit ihr es wisst. Aber dafür kann er ja nicht, das ist immer so ein bisschen... abhängig von den Eltern und nö, es ist auch von der Wohnlage. Ja, gut.
Also ich meine, wenn meine Eltern sagen würden, ja gut, wir holen jetzt ein neues Internet, aber die brauchen halt kein neues Internet, dann kriege ich auch kein neues Internet. Ja, wie gesagt, wir sind Eltern-abhängig, ne? Ja. Stimmt. Aber ich muss halt damit auskommen. Vielleicht ich hab schon wieder vergessen, was ich holen wollte. Möglicherweise kann ich ja nochmal irgendwann irgendwas mit Internet optimieren, dass ich dass es vielleicht ein bisschen besser ist oder ein bisschen flüssiger läuft oder so. Das Problem ist auch, unser Internet-Router, der ist ganz unten. Und ich wohne ja hier auf dem Dachboden, ne? Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ja auch erst noch so ein, das braucht erst noch so eine komische Überbrückung und alles kompliziert. Deshalb habe ich oben auch nur so ein Scheiß-Internet und wir haben, ich meine, insgesamt ist eine 16.000er Leitung ja ganz okay für Nicht-Innenstadt, weil wir wohnen ja nicht in der ja, aus Stadtrand. Naja, wir wohnen ja schon in der Stadt noch, aber es ist ziemlich weit am Rand. Ja, ja, sag ich ja, Stadtrand. Ja. Und deshalb... Es ist schon immer nicht leicht. Aber, das, wie gesagt, bei Ossi ist gar nicht das Problem das Internet an sich, sondern, wie gesagt, die Leitung, die ewig lang ist. Ja. Denn genau. Ich habe ja auch Internet hier, und zwar eine 100K-Leitung. Und ich habe meinen Router direkt neben dem Computer mit einem 1-Meter-Kabel verbunden. Und ich krieg hier 119K rein im Schnitt. Ja, das ist so ein bisschen... eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, also ich bräuchte zum Beispiel so 5 Male Folge hochladen. 3 Stunden ungefähr. Also für jetzt für so eine Minecraft-Folge, wie ihr die gerade seht, brauche ich zum Beispiel zum Hochladen 3 Stunden. Maxman ist da denn so bei nicht mal einer halben Stunde. Nee, 5 Minuten. Ja, 5. Das Bearbeiten dauert dann aber länger. Weil YouTube da natürlich ein bisschen rumspackt manchmal. So, ich habe das hier alles jetzt mal ein bisschen schöner gebaut. Ich muss mal gucken. Ah, nee, bei den Steinen muss ich. Über was kann man denn noch reden? Achso, wegen der E3. Nee. Es wurden ja ganz viele Spiele angekündigt. Ich meine, wir wollen jetzt keinen direkten E3-Talk machen, aber es wurden ja ganz viele Spiele angekündigt. Unter anderem Uncharted 4, Assassin's Creed Unity, wo ich mich auch schon richtig, richtig doll drauf freue. Ist übrigens, also, ich glaube, Assassin's Creed ist, glaube ich, die einzigste Spielreihe, die Ossi mehr gespielt hat als ich. Ja. Denn ich muss sagen, ich mag Assassin's Creed und ich habe Assassin's Creed 3 richtig gesuchtet. Aber die anderen Teile ist, glaube ich, nicht so mein. Ich wollte dir auch nochmal immer Assassin's Creed 4 nochmal irgendwann ausleihen oder so. Vielleicht, wenn du Bock hast, Bock auf Zocken von dem Game, kann ich das nochmal geben, wenn ich im Urlaub bin oder so. Nee, da habe ich ja Schule. Ja, stimmt, da hast du Schule. Wie gesagt. Also es ist echt cool. Also jetzt von der Story ist vielleicht nicht so geil wie die anderen, aber so insgesamt von der Aufmachung her ist es richtig geil. Oh, und da meldet sich gerade mein Handy zu Wort. Ach nee, das ist nur eine unwichtige. Von meinen imaginären Freunden. Ey, guck mal, da ist ein Elderman und Maxman kämpft mit diesem. Hey, mein Handy ist auch gerade. Achso, ja, okay, das ist ein Thema unwichtige Freunde, ja? Ach so, nee, dann war es doch keiner von unwichtig. Dankeschön. Nur gesehen, irgendwas. Ja, wieso warst du das? Nein. Also jetzt muss ich mal genauer gucken. Das war der Busfahrer. Ach so, nein. Ja, der Busfahrer. Der. Heinz. Der gar nicht so gut Busfahren kann, wie alle denken. Oh Gott. Genau. Oh, Kacke. Ich flieg bestimmt gleich vom Server. Pass mal auf. Wir machen einen Singleplayer-Let's Play. So. Ja, okay. Also herzlich willkommen zu Let's Play Alone. Nein, du gehst hier runter. Ich mach das Ding jetzt leer. Das hältst du eh keine 5 Minuten durch. Allein unterhalten. Doch. Ja, Spaß. Was wurde denn noch Cooles angekündigt? Ich geh schon ins Bett. Kommst du auch? Ich glaube, dieses Zelda für Wii U. Ja, aber da gab es extrem viele Probleme, weil Zelda jetzt statt grün blau trägt. Zumindest im Titel. Trailer. Zelda. Dann wurde. Du meinst Link? Link, ja. Wow, Maxman, Alter. Nee, ich weiß das auch. Ich weiß das auch, aber... Ja, man kann es mal verwechseln, du. Es ist... Natürlich ist das nicht Zelda, das ist Link. Link, ja, Zelda ist nur das Spiel.
Genau. Ich überlege gerade noch, was wird noch angekündigt? Far Cry 4? Far Cry 4 auf jeden Fall auch. Little Big cool. Planet 3? Genau. Kommt das eigentlich auch für die alten Konsolen aus Little Big Planet 3? Oder nur für Next Gen? Ich glaube, dass sie auch für die alten Konsolen noch rausbringen werden. Ich würde es nämlich immer prinzipiell besser finden, wenn es auch nochmal für die alten Konsolen, weil definitiv noch nicht so weit, dass jeder eine Next-Gen-Konsole hat. Ich besitze auch keine, Maxman besitzt auch keine. Wir sind noch auf PC. Oh Gott, hab ich gerade erschrocken. Oh, hallo. Wir sind noch auf PC und PlayStation bzw. Xbox 360 angewiesen. Ich bleibe auch bei Computer. Ich finde Computer ja, ich das mal, beste Werkzeug, um zu spielen. Ich denke mal, ja. Prinzipiell ja. Aber ich werde mir demnächst, wenn ich Geld habe, mal ein richtig geiles Gamepad holen. Xbox Gamepad. Ja, irgendeins. Richtig. Oder so ein eSports Gamepad. Nee, also ein richtig cooles. Ja, gibt's ja. Also es gibt ja zum Beispiel diese Xbox Gamepads, die für einen PC 30 Euro kosten. Das ist echt ein Preis, den man noch, also der noch wirklich völlig okay ist, meiner Meinung nach. Gibt es natürlich auch kabellos, ich weiß jetzt nicht, ob das kabellose bzw. kabelgebundene Variante ist. Und bei mir ist es übrigens genau dasselbe, ich muss mir auch nochmal irgendwann ein gutes Gamepad für meinen PC kaufen. Ich habe noch so ein altes irgendwo in der Ecke. Ja, so ein altes habe ich auch noch. Achso, ja, genau. Hätte ich jetzt Facecam gemacht, hätte ich das in die Facecam zeigen können, aber nee. Nee. Also wie gesagt, es gibt richtig viele coole Spiele von der E3, die angekündigt wurden. Den Großteil kann man sich echt richtig doll freuen. Und als spezielles Schmankerl, würde ich sagen, wurde auch angekündigt Star Wars Battlefront, der neue Teil, also insofern Star Wars Battlefront 3. Und ja, da habe ich im X-Men echt schon ein bisschen große Augen bekommen. Weil aber als GTA auf dem Computer nicht angekündigt wurde, ich bin so ausgerastet. Ja, es wurde doch angekündigt. Ja, deswegen, ich bin so ausgerastet. Ich freue mich schon richtig doll darauf. Ey, wir werden die nächste. Du kaufst dir GTA 5 für PC. Ja. Ist sogar schon noch in der Steam-Wunschliste. Und wenn wir denn GTA 5 haben, werden wir bestimmt für die nächsten 3-4 Wochen keine Let's Plays mehr kommen. Doch. Krieg ich dir richtig in den Arsch. Und wenn ich einfach nur 3 Wochen instant jeden Tag Happy Wheels mache. Nein, Spaß. Nee, auf keinen Fall, aber ich werde sehr viel aufwendig. Ich werde sehr viel spielen. Das weißt du auch, sie auch, ne? Ja. Ja, das machst du auch so. Und Ossi schneidet die Hardware-Reviews natürlich, bei die Ferien auch. Das wird sehr geil. Apropos über die Ferien, ich könnte in der nächsten Folge über No One Cares Production reden. Oder nicht? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du Informationen immer richtig komisch vernetzt? Ja. Ist dir das mal meine aufgefallen? Meine Gedankengänge sind manchmal ziemlich undurchsichtig. Undurchsichtig, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Alter, hier ist noch Textur, was soll das? Also es hat nur eine Default-Textur. Was sagt eigentlich die Folgenzeit? Haben wir noch Zeit oder wollen wir schon einen kleinen Cut machen? Musst du sagen, wir sind jetzt bei 15 Minuten ungefähr. Ja, nein, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Wir wollen ja auch immer nicht zu lange Folgen machen. Und ich fliege gleich wieder vom Server. Bevor das passiert, sage ich danke fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Da kommt dann auch wieder Facecam und so. Und bis zum nächsten Mal.